Der Roman Außer sich von Sascha Mariana Salzmann aus dem Jahr 2017 ist etwas ganz Besonderes. Sie wurde Mitte der 80er Jahre in der Sowjetunion geboren und arbeitet normalerweise am Maxim Gorki Theater. Außer sich ist ihr Prosadebüt. Darin erzählt sie die Geschichte der jungen Jüdin Alissa, die sich in Istanbul auf die Suche nach ihrem verschollenen Zwillingsbruder Anton macht. Gleichzeitig und nebenbei und durcheinander gemischt erzählt sie aber auch die Geschichte von Alissas Eltern und Großeltern in der Sowjetunion bis zu ihrer Reise nach Deutschland. Und das Ganze hat durchaus autobiografische Züge. Das Thema ist Identität, also einerseits die Zerrissenheit als Migrant oder Flüchtling, aber andererseits auch Geschlechteridentität, also das Aufbrechen von heteronormativer Konventionen. Das herausstechendste Merkmal an diesem Buch ist aber die Sprache. Salzmann spielt mit der Sprache genauso wie mit den Identitäten. Sie springt mal hierhin, sie springt mal dahin, mal ist sie da, mal dort. Das Ganze geht durcheinander. Es ist ein wilder Ritt. Ist nicht immer ganz einfach zu lesen, macht aber unheimlich viel Spaß.